Hallo, liebe Nugget-Freunde. Heute zeige ich euch eine im Nugget Plus verbaute Klesana-Toilette. Ich finde, das Ganze ist mega und eine echte Alternative. Und zwar haben wir hier verbaut eine Klesana mit Drehsockel, mit dem Rundsockel. Es gibt den auch mit L-Sockel, das ist so ein bisschen Geschmackssache. Es geht beides, aber durch den Rundsockel kommen wir hier noch etwas näher an die Wand. Und wenn man es zur Seite dreht, das Gerät, und die Toilettenabdeckung zuklappt, sieht man wirklich, es steht sogar ein wenig weiter nach drin. Also sie verschwindet wirklich wunderbar hier, die Toilette. Und wer die Halterung schon montiert hat, der kann übrigens das ganze Werk weiterverwenden. Es wird lediglich hinten die rückwärtige Abdeckung fest verschraubt. Daneben, du kannst mal gerade rankommen, daneben ist da noch super Platz, um zum Beispiel einen Mülleimer hinzustellen. Ist auch im Nugget immer ein Problem, wohin mit dem Mülleimer. Oder auch der große Brunner Piller passt auch daneben. Den könnte man hier sogar an die Wand schrauben oder einfach hinstellen. Das passt wirklich klasse. Ja, dann zeige ich euch das Gerät mal, denn der eine oder andere kennt es vielleicht noch nicht. Hier ist die Technik verbaut. Die Technik ist auch sichtbar und bedienbar, wenn der Deckel geschlossen ist. Aktuell sieht man, man kann noch 24 Mal die Toilette benutzen mit dem großen Beutel und doppelt so oft mit dem kleinen Beutel. Aber das wird in anderen Videos besser erklärt, als ich es jetzt hier vorhabe. Die Toilette funktioniert, für die, die es noch nicht gesehen haben, nach dem Prinzip eines Beutelschweißgerätes. Ich nehme den Deckel mal ab. Und zwar, das Coole ist, es ist immer sauber. Hier ist ein Folienliner aufgezogen. Der hält so für 40 Vorgänge. Und das Ganze ist also immer sauber. Das heißt, nach jedem Schweißvorgang hat man hier wieder eine neue saubere Toilettenschüssel praktisch. Man muss nur noch den Deckel reinigen und dadurch, dass der wirklich leicht abzunehmen ist, ist das wirklich sauber, geruchlos und wasserlos. Wenn das Ganze benutzt wird, ich habe mal was vorbereitet. Ich gieße einfach mal Wasser hinein. Dann gieße ich mal, habe ich mal noch so ein paar alte Schaumstoffstücke, die schmeißen wir dann noch mit rein. Papier, Moment, ich hole noch Papier. Nehmen wir mal unser Papier, was wir hier so für die Handtücher haben. Jo. Das, ja, also man kann da ruhig reichlich reinschmeißen. Und es ist jetzt wirklich reichlich. Gut, dann klappt man es zu und drückt auf den Knopf. Je nachdem, ob man ein kleines Geschäft einschweißen möchte oder ein großes. Ich drücke jetzt mal hier auf groß. Benutzt man die kleine oder die große Taste? Dann drücke ich mal drauf. Dann sieht man hier den Vorgang. Das Ganze dauert ein bisschen. Jetzt wird es nach unten vakuumiert, eingezogen und eingeschweißt. Ich möchte danach auch noch eine Trennung haben. Deswegen drücke ich mal die Schere und dann warten wir mal ab. So, jetzt ist das Ganze fertig. Es ist relativ leise. Und hier haben wir den fertig eingeschweißten Abfall. Das kann jetzt in jedem beliebigen Mülleimer entsorgt werden. Und damit ist man wirklich autark. Für alle die, die Angst haben, hier könnte jetzt das Ganze reißen und Flüssigkeit austreten, gibt es noch die Absorberbeutel. Ich zeige das nochmal ganz kurz mit einem zweiten Vorgang. Und zwar, ich gieße auch nochmal Wasser rein. Dann, dieses sind die Absorber, das ist so ein kleines Beutelchen, daraus wird dann hinterher ein Gel. Werfe ich mal rein, Klappe zu und jetzt drücke ich mal auf die kleine Schweißung, dann sehen wir das auch mal. Jetzt dauert es wieder einen kleinen Moment. So, jetzt ist es fertig. Da haben wir die eingeschweißte Folie und jetzt fühlt man schon, hier ist ein richtiges Gel drin. Was mich dann gleich interessiert hat, ich demonstriere es mal, also man kann sich draufstellen, hält ganz gut was aus, also es ist gut dicht, jetzt habe ich es natürlich kaputt gemacht und ich schneide es mal durch, dann gucken wir uns das mal an, das Gel, ist jetzt zum Glück nur Wasser,
da rauskommt wirklich so ein trockenes Zeug. Also keine Angst, sollte etwas kaputt gehen, es ist leicht zu reinigen. Ja, meine Lieben, also ich finde das System wirklich klasse. Wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr uns gerne anrufen. Alle Infos findet ihr auch im Online-Shop. Es ist auch lieferbar. Ich habe davon einige auf Lager und ich würde mich freuen, von euch zu hören. Viele Grüße, euer Oliver.